Hallo, liebe Leute, es geht los mit einem neuen Point-and-Click-Adventure namens The Book of Unwritten Tales. Ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure-Game, was ich schon mal vor einigen Jahren gespielt habe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich jetzt eigentlich noch spielen? Und habe so gedacht, weiß nicht, ein Point-and-Click-Spiel so als Ausgleich zu The Evil Within wäre doch vielleicht ganz nett. Welches nehme ich denn mal? Und ich hatte das Spiel halt schon länger, wie gesagt, da. Es gibt ja mittlerweile auch einen zweiten Teil und es gibt noch irgendwie einen dritten. Also es gibt irgendwie so ein Zwischenspiel und einen richtigen zweiten Teil oder so, glaube ich. Die kenne ich noch gar nicht. Deswegen freue ich mich drauf, den ersten Teil nochmal mit euch zusammen zu spielen. Studio ist, wie gesagt, Studio King Art. Publisher ist HMH Interactive, Lace Mamba und Nordic Games. Das Spiel ist am 2. April 2009 veröffentlicht worden und ist ab 12 Jahren. Es ist total süß und wer es noch nicht kennt, schaut gerne mal rein. Point-and-Click-Spiels sind ja immer nicht jedermanns Sache. Ich finde, sie sind immer ganz schön. Ja, wie gesagt, so als Ausgleich und so zum ganzen Geballer und Gruseln und dies und das. Da gibt es so viele kleine Schätze eigentlich noch, die man noch nicht kennt. Eines davon ist The Book of Unwritten Tales. Deswegen würde ich sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und freue mich, wenn ihr dabei seid. Kapitel 1. Unsere Welt ist im Krieg. Nur noch die Alten erinnern sich an eine Zeit ohne Furcht, ohne Blutvergießen. Und bislang war kein Ende in Sicht. Auf Sieg folgte Niederlage, auf Niederlage Sieg. Niemand konnte den entscheidenden Vorteil erstreiten. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Ich hoffe nur, dass uns das Glück noch nicht verlassen hat. Wo bleibt Bechtel mit den Männern des Erzmagiers? Ist Ihnen denn nicht klar, wie... So, so. Du bist also MacGuffin, nicht wahr? Archäologe, Historiker, Abenteurer und zukünftige Trophäe an der Wand meiner Mutter. Abgebrochener Sohn der Erzhexe Mortoga. Was willst du von mir? Das weißt du doch. Wo ist es? Wir wissen, dass dein schwachsinniger Diener auf dem Weg zu diesem verfluchten Zaubertrickser Alistair war. Nichts werde ich euch sagen. Nimm ihn mit. Mutter hat Mittel und Wege, alles aus ihm herauszupressen, was wir wissen müssen. Was soll mir schon passieren? Ach was, wir sind mehrere Tagesreisen entfernt von den wilden Landen. Hier ist es ebenso sicher wie in Elfenheim. Ach die, wenn es nach denen geht, würde ich den ganzen Tag nur... Tue ich nichts Dummes. Du hast recht. Wir sollten Hilfe holen. Schnell, zurück zum Elfenhain. Oh Mann. Einen beherzten Sprung später. Ach, und da geht es auch schon los. Mensch, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so richtig. Tipp, du kannst Ivo mit der linken Maustaste bewegen. Bewege sie zum Bein des Drachen. Das machen wir doch mal. So, schnapp dir das Seil. Um einen Gegenstand zu betrachten, klick ihn mit der linken Maustaste an. Versuch es einmal mit dem Seil nach rechts. Das eine Ende des Seils scheint fest verknotet zu sein. Ich könnte mich damit auf die andere Seite des Beins schwingen. Um das nochmal zu sagen, in dem Spiel gibt es ganz viele tolle Synchronsprecher, die auch mitgespielt haben bei diesem Spiel, auch wenn es jetzt schon etwas älter ist. Unter anderem hört man hier gerade von dieser Elfe Ivo, wie sie heißt.
Die Synchronstimme von Angelina Jolie. Finde ich sehr schön. Untersuche den Käfig und sprich mit dem... Der Metallkäfig Typen. Ist am Haltegeschirr des Drachen befestigt. Im Käfig steht der alte Gremlin. Er hat mich noch nicht bemerkt. Da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu. Und das Spiel ist sehr, sehr lustig, habe ich noch vergessen zu sagen. Also ich mag das Spiel echt gerne, weil es halt einfach sehr humorvoll ist. Transportdrachen können gewaltige Lasten bewegen, wie diese Fässer, die Holzbalken und die große Kiste. Ich glaube allerdings nicht, dass mir das Zeug weiterhelfen wird. Ist ja auch irgendwie immer die Stimme von Lara Croft, ne? Finde ich ja auch cool. So, wir reden mal mit dem Gremlin. Psst, hallo ihr da. Wer bist du? Ich bin eine Waldelfe, die euren Tag retten wird, nenn mich Ivo. Die Frage ist doch, wer seid ihr und warum hat man euch entführt? Mein Name ist... Egal, du musst etwas für mich tun. Ach was, nicht nur für mich, für die Allianz, für dich, für alle. Ganz ruhig, ich hab mit der Allianz nichts am... Egal, es geht einfach jeden etwas an. Professor McGuffin, mein Name. Ich bin Archäologe. Ich habe etwas entdeckt. Etwas Wichtiges. Und diese Kerle wollen es haben? Oh ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr sie es haben wollen. Sagt es mir, was habt ihr entdeckt? Mir egal, ich bin hier, um euch zu befreien. Lasst mich raten. Die Kerle da oben wollen mit eurem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen? Ja, spotte nur. Sie werden mir die Haut abziehen, bis ich ihnen verrate, was ich weiß. Ist ja gut, ich befreie euch. Dann lasse ich euch Sterblichen weiter Krieg spielen. Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du musst diesen Ring hier nehmen. Bringe ihn zum Erzmagier Alistair in die Stadt Seefels, unten am Meer. Er wird Leute zu meinem Haus schicken. Dort im Geheimkeller liegt das Buch, in dem steht, wo es versteckt gehalten wird. Er muss es in Sicherheit bringen. Und was ist mit euch? Ich werde dir so viel Zeit verschaffen, wie ich kann. Einige Stunden werde ich die Folter aushalten. Wenn es sein muss, auch Tage. All die Schmerzen, die Demütigung, die Pein für Körper und Seele. Klingt wie ein Plan. Soll ich euch nicht vielleicht doch lieber befreien? Ihr seid ein wahrer Held. Lebt wohl. Vielleicht sollte ich euch einfach befreien und wir verzichten auf Schmerzen und Tod? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weniger dramatisch, aber wenn du darauf bestehst, kann ich dich kaum abhalten. Wie kann ich euch befreien? Ja, gute Frage. Dieser Käfig ist stabil und das Schloss lässt sich nicht so einfach knacken. Ich könnte den Käfig losbinden und auf dem Boden würde er zerschellen. Genau wie meine alten Knochen. Aber die Idee ist nicht schlecht. Auf dem Weg zu Mortogas Festung fliegen wir über das Weißkammgebirge. Dort ist alles mit Schnee bedeckt und der Drache fliegt niedrig über die Gipfel. Dort könnten wir es versuchen. Das war ein Scherz. Die Chancen, dass das klappt, dürften bei 1 zu 1 Million stehen. Hervorragend. Außerdem sehe ich keine andere Möglichkeit, wie wir unauffällig verschwinden könnten. Kampf ist keine Option. Ich schaue mir mal die Befestigung des Käfigs an. Tu das. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber ich sollte den alten Zausel befreien, bevor wir Feindesland erreichen. Dann sehen wir weiter. Und na klar helfen wir dem. Den lassen wir doch nicht im Stich, den alten Zausel. So, was können wir denn mal machen hier? Irgendwas im Käfig vielleicht? Mit diesen Seilen ist der Käfig am Drachen befestigt. Ich muss sie lösen, wenn ich den Käfig über dem Gebirge abwerfen will. Sitzt alles verdammt stramm. Das kann ich mit bloßen Händen nicht lösen. Aber vielleicht könnte ich die Seile zerschneiden, wenn ich ein Messer oder Schwert hätte. Haben wir denn sowas? Oder hat er sowas für uns? Psst, McGuffin. Was gibt's? Ein Schwert oder Messer oder so? Was wisst ihr über die Kerle, die euch entführt haben? Wie kann ein so voll beladener Drache überhaupt fliegen? Wie sieht unser Plan noch einmal aus? Ich kann den Käfig nicht mit bloßen Händen lösen. Ich frag ihn mal erstmal und dann frage ich nach den bloßen Händen-Krams. Dieser Kerl mit seinem Troll. Wer ist das? Der Hexenmeister? Der heißt Munkus. Er ist der Sohn der Erzhexe Mortroga. Die Erzhexe steckt dahinter? Woher wusste sie, dass ihr eine wichtige Entdeckung gemacht habt? Bechtel, mein Knecht. Ich habe ihn in geheimer Mission zum Erzmagier geschickt. Sie müssen ihn abgefangen haben und...
Armer Bechtel. Wie kann ein so vollbeladener Drache überhaupt fliegen? Ist es physikalisch nicht zweifelhaft, dass ein 50 Meter langer Drache mit erbärmlich geringer Spannweite so eine tonnenschwere Ladung transportieren kann? Woher soll ich das wissen? Ich bin Archäologe, kein Aeronaut. Ich beschäftige mich nicht mit Nebensächlichkeiten. Ich sehe, dass er fliegt, also glaube ich es auch. Ich find's aber unlogisch. Dann ist es halt Magie. Hm? Wenn in dieser Welt etwas unlogisch ist, dann ist es im Zweifelsfall immer Magie. Sehr praktisch. Damit erklärt man alles. Da fliegt etwas, das nicht fliegen kann. Magie, basta. Fertig, genau. Wie sieht unser Plan nochmal aus? Ich kann den Käfig hier mit bloßen Händen lösen. Der Käfig ist mit dicken Seilen befestigt. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen lösen. Dann musst du die Seile durchschneiden. Das kann ich mir denken. Nur leider habe ich kein Messer dabei. Dann besorg dir eins. Die Kerle dort oben werden doch wohl bewaffnet sein. Genau das befürchte ich auch. Na gut. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. Dann müssen wir wohl nochmal zurück oder so? Oder können wir nach oben klettern? Oder nach unten vielleicht sogar? Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Kannst du dir was nehmen, um das zu erreichen? Mit diesen Seilen. Sitzt. Das kann ich mit bloß. Nee, das geht nicht. Balken. Was haben wir denn hier überhaupt zur Verfügung? Da oben wollen wir hin. Das Seil, das kriegen wir nicht mehr hin. Kann er uns nochmal helfen? Was gibt? Hallo, wir wollen nach oben, aber wie? Wenn ich von den Ganoven ein Messer stehlen soll, dann muss ich auf den Rücken des Drachen. Es gibt da einen Balken, an dem ich mich hochziehen könnte, aber ich erreiche ihn nicht. Kein Problem. Hier, nimm das. Eine Peitsche? Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Du kannst sie als Seil benutzen. Oh, cool. Die Peitsche findest du, wie alle deine Gegenstände im Inventar. Bewege die Maus. Das kriegen wir schon hin. Ich mache dann mal. So, hier ist sie, die Peitsche. Dann schwing dich mal irgendwie an den Balken. Ah, sehr schön. Wuhu! Ganz cool eigentlich. Was? Ja, ich war böse und gemein. Ja, ich bringe ihn mit, Mutter. Ich muss Schluss machen. Warum? Ich lenke einen Drachen, weißt du? Ich bin nicht schnippisch. Gut. Ja, okay. Bis nachher. Bei allen Göttern, wie ich sie hasse. Nicht mehr lange, Munkus, nicht mehr lange, wenn du es erst einmal in Händen hältst. Aber du musst vorsichtig sein. Mutter, und du redest ständig mit dir selber. Sei lieber still. Jetzt haben sie übersprungen. In der Geschichte des Gremlins scheint wirklich was dran zu sein. Umso wichtiger, dass ich ihn befreie. Wenn ich hier ganz außen bleibe, kann man mich aus dem Führerstand nicht sehen. Wir geben uns Mühe jetzt. Ich wollte es eigentlich nicht überspringen. Ich dachte, ich kann in der Zeit, wo er sabbelt, vielleicht ja rübergehen. Aber naja. Was ist hier? Ein dünner Holzstab mit der Fahne der Schattenarmee. Der Stab ist locker mit der Reling verbunden. Oh, können wir den vielleicht irgendwie nehmen? Ich hab ihn. Und der Hexer hat nichts bemerkt. Wo hast du den mal eben hingeklemmt? Ein alter Pappkarton. Es scheint sich um eine Art Notfallkiste für Drachenabstürze zu handeln. Mhm. Okay, können wir den Stab jetzt vielleicht mal benutzen, um da irgendwie rüber zu kommen? Ich glaube, ich könnte das Schwert mit dem Stab erreichen, aber ich könnte es nicht gefahrlos rüberholen. Ach so. Der Gremlin würde den Stab bemerken und ich hätte ein Messer im Bauch, bevor ich oh-oh sagen könnte. Okay. Was können wir dann damit machen? Vielleicht was anderes hier? Guck gerade mal. In der Kiste liegen einige mottenzerfressende Decken, etwas Trockenfleisch mit einem weißen Pelzbezug, ein blauer und ein roter Trank und eine Schnur mit einem Angelhaken. Die sieht noch recht brauchbar aus. Na, immerhin. Na, damit lässt sich doch bestimmt was zwirbeln.
So, jetzt kann ich die natürlich miteinander verbinden. Ich knote den Faden an die Spitze des Stabes und habe damit eine Angel. Sehr schön. So, mit der Angel können wir auf jeden Fall jetzt was machen. Ach so, und das hat man nicht gehört. Elegant. Wuhu. Okay, cool. Da wir jetzt unser Schwert haben, glaube ich, dass wir jetzt nichts mehr hier machen müssen. Ich gehe wieder runter. Und dann können wir das ja durchschneiden. Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Okay. Psst, MacGuffin. Was gibt's? Ich habe den Hexer belauscht. Was genau will er von euch? Eine Waffe? Was habt ihr so Mächtiges entdeckt? Was will Mukus von euch haben? Eine Waffe? Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Und eigentlich... Nun, eigentlich habe ich es auch gar nicht. Wie meint ihr das? Ich habe in einem alten Buch einen Hinweis gefunden, wo das Artefakt... wo es verborgen ist. Artefakt? Das wird ja immer banaler. Es ist nicht banal. Der Kampf Gut gegen Böse ist niemals banal. Ihr habt vorhin von eurem Geheimkeller gesprochen. In diesem Keller liegt das Buch? Ziemlich riskant. Ich habe ein Schwert organisiert. Ich kann euch jetzt jederzeit losschneiden. Ich habe ein Schwert und kann das Halteseil durchtrennen, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Von mir aus kann es losgehen. Wir sind über den Bergen. Jetzt oder nie. Seid ihr wirklich sicher? Das bin ich. Na klar. Aber wenn ich das hier nicht überlebe oder sie mich erwischen, dann musst du das Buch aus meinem Geheimkeller holen und zum Erzmagier bringen. Okay. Wir wissen doch beide, was jetzt passieren wird. Das wäre ja ein unerwartetes Abenteuer. Wäre das nicht ein seltsamer Zufall? Da geht eine junge, verträumte, aber hübsche Elfe unbewaffnet durch den Wald und schlittert in ein Abenteuer. Rede nicht! Schneide mich endlich los! Dann machen wir das, wenn er unbedingt will. Ich glaube, der Zeitpunkt ist günstig. Da vorn kommt ein schneebedeckter Berggipfel. Ja, sehr cool drauf, die Ivo. HMH Interactive presents A King Art Games Production. The Book of Unwritten Tales. Na, Wilbo, rettest du fleißig die Welt? Ich bin hier gleich fertig. Ich sehe schon, bist schwer am Schuften, was? Was warst du diesmal? Ein edler Ritter hoch zu Ross oder wieder so ein komischer Magier? Hm.
Ich hab da was für dich. Schick meinen neuen Hausroboter auf Rattenjacht. Die Ratte hat's auf meine kostbaren Hopfendolden abgesehen. Und wenn ich die im Frühjahr nicht pflanze, könnte schon in wenigen Jahren das Bier knapp werden. Ich hab noch nie gehört, dass ein Held Ratten jagen musste. Aber noch bist du kein Held. Noch bist du mein Gehilfe. Und als solcher solltest du lieber in die Puschen kommen. Danach kannst du Feierabend machen und weiter von echten Heldentaten träumen. Ich überprüf so lange die Biervorräte. Heute sind die Fässer 2034 und 2038 an der Reihe. Ich hab da so ein Gefühl, als könnte es mit der 2030er-Serie ein paar Probleme geben. Man wird sehen, man wird sehen. Genau, überprüf mal dein Bier. Guter Plan, aber das machen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Wie ihr seht, wird es jetzt langsam amüsant und nett und man hört direkt hier im Hintergrund die schöne klassische Musik und hat so bekannte Stimmen, wie gesagt, von den Figuren auch im Kopf, die man so kennt aus diversen Filmen. Das Spiel ist, wie gesagt, jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber ich finde es immer noch sehr gut und wollte es euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Spiel, so wie ich, ein zweites Mal. Und ja, wie es lustig weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann!